Hallo, das ist jetzt der dritte Tag, an dem ich versuche, dieses Video zu filmen und immer kommen irgendwelche technischen oder Lichtprobleme oder sonstiges. Deswegen ganz in Ruhe, jetzt nochmal. Ich habe bei HEMA bestellt. Das ist ein niederländischer Online-Shop oder Shop generell. Gibt es auch manchmal in Deutschland, aber nicht so oft und hier in Hamburg leider nicht. Deswegen musste ich bestellen und die haben ganz tolle Schreibwaren. Die haben noch ganz viel mehr, aber besonders die Schreibwaren haben mich interessiert. Und deswegen habe ich mir so gedacht, jetzt nach der Klausurenphase kann ich mir so ein bisschen Kleinkram mal gönnen und den wollte ich euch gerne zeigen. Fangen wir mal mit den Post-its an. Und zwar haben die wirklich viele, viele schöne Post-its, ganz bunte, in frühlinghaften Farben und die wirklich sehr niedlich aussehen. Und ja, Post-its kann ich zum Lernen immer gut benutzen oder auch für meinen Kalender. Und ich finde es einfach schön, wenn man da schön bunte hat mit mehr Auswahl. Und ja, die kann man doch irgendwie immer gebrauchen. Kommen wir dann zu einer Sache, bei der ich etwas kaufgestört bin, könnten manche Leute sagen. Und zwar sind es Notizbücher. Ich bin ein riesen Fan von solchen dünnen Notizbüchern. Diese sind wirklich ganz schlicht und einfach liniert und super schön. Und ich habe ganz ähnliche neulich schon gekauft bei Idee, aber ich bin einfach ein großer Notizbuchführer und habe Notizbücher für alle Sachen, für Gedanken, für Projekte, um Sachen zu planen, zu organisieren, um Listen zu schreiben. Für manche ist das vielleicht etwas befremdlich und die können damit nicht so viel anfangen, aber für mich ist es wirklich eine wichtige Sache, um alles geordnet und sortiert zu haben, so im Leben. Die Gedanken, die man so hat, damit es nicht ein großes Gedankenwirrwarr in meinem Kopf ist, muss ich das alles in Notizbücher zusammenfassen und deswegen muss Notizbücher halt auch einfach noch mit. Kommen wir dann zu Stiften und da, das sind jetzt nicht so die spannendsten Stifte, aber zum Beispiel diesen Marker habe ich mitgenommen, den finde ich richtig klasse. Der ist halt, hat eine schöne Form, also mit dem kann man wirklich lange irgendwelche Berichte durchgehen. Dann noch ein Druckbleistift, weil man sowas immer gebrauchen kann. Und noch Fineliner, weil man die einfach oder weil ich die auch immer gebrauche. Und das ist jetzt sogar so ein 12er-Pack mit ja, Fineliner, die Stärke 0,4 haben. Und ich finde 0,4 ziemlich gut. Für manche ist es vielleicht relativ dünn, aber für mich ist das genau richtig. Und ja, ich brauche auch nicht unbedingt so viele Fineliner, aber ich benutze sie wirklich viel, sodass sie irgendwann bestimmt auch leer gehen werden. Und deswegen war es jetzt auch keine große Geldverschwendung. Kommen wir dann zu einer Nicht-Schreibwaren-Sache. Und zwar ist das dieser große Bilderrahmen. Und ja, das ist einfach so ein randloser Bilderrahmen und hat einfach den Hintergrund, dass ich gerne wieder mehr Fotos in mein Zimmer integrieren möchte und deswegen musste der mit. Und außerdem gab es dann noch diese zwei kleinen Bilderrahmen für 1 Euro und die habe ich dann auch einfach mal mitbestellt. Und zu guter Letzt kommen wir zu Washi-Tape und da hat HEMA auch wirklich tolle Washi-Tapes. Und zwar habe ich einmal diese drei dünnen Türkisen ausgewählt, die total schön sind. Und noch zwei dickere, auf dem einen steht Enjoy Blue Sky und auf dem anderen sind kleine schwarz-weiße Kameras. Diese Kameras benutze ich auch gerne, um sie einzeln abzuschneiden und in meinen Kalender zu kleben, wann ich Videos filmen möchte oder wann ich Videos bearbeiten möchte und sowas. Ja, ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Ich habe sowas ja noch nie gemacht, euch mal meine Einkäufe zu zeigen. Ich dachte mir, vielleicht ist es interessant für euch, weil ich weiß, dass viele von euch auch solche Washi-Tape-Freaks oder ja, Kalenderliebhaber sind, die gerne so mit Schreibwaren gestalten und sowas. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr da so ein Fan von seid oder ob euch das eigentlich so gar nicht interessiert und ihr euch fragt, warum ich euch das alles zeige. Und auch, ob ihr weiterhin so, ja, sage ich mal, kreative Hauls sehen möchtet, wenn ich halt Sachen einkaufe, die halt in diese Richtung gehen. Lasst mich das gerne alles wissen. Ich bin ja so ein bisschen am Ausprobieren, was für Videos vielleicht noch so mit in diesen Kanal reinkommen können und welche nicht. Also auf euer Feedback bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei einem der letzten Videos vorbei oder noch mal bei einem Video zu einem ganz anderen Thema über das Thema Fotografie. Da verlinke ich euch auch noch mal das erste Video, was ich dazu gemacht habe. Und ja, vielleicht wird es dazu ja auch bald noch einen zweiten Teil geben. Ist zumindest in Planung, aber ich verspreche mal noch nichts.
Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Und ja, ansonsten bis dann. Tschüss.